Wir haben gerade eine, so glaube ich, historische Landesvorstandssitzung der Berliner CDU erlebt. Wir haben heute über die Sondierungsergebnisse berichtet, die wir in den letzten Tagen nach dem 12. Februar, nach der Wiederholungswahl hatten. Und ich habe ausführlich gemeinsam mit meinem Generalsekretär Stefan Evers über die Sondierungsgespräche berichtet. Sie wissen, dass wir gute Gespräche, jeweils drei, sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen hatten. Und ich möchte mich bei beiden Parteien ganz herzlich für die guten Gespräche bedanken. Wir hatten gute, offene und vertrauensvolle Gespräche mit den Sozialdemokraten. Und wir hatten auch gute, offene, sehr verlässliche und vertrauensvolle Gespräche mit den Grünen. Und ich möchte mich in diesem Zusammenhang natürlich gerade auch bei den Berliner Grünen bedanken, weil es wirklich gute Gespräche waren. Wir haben gerungen um die besten Punkte, die besten Lösungen für Berlin. Wir haben festgestellt, dass es Unterschiede gibt, große Gräben. Aber wir haben auch mit den Grünen immer wieder versucht, Brücken zu bauen. Und das ist uns in vielen Punkten auch mit den Berliner Grünen gelungen. Hier ist ein neues Verhältnis entstanden, auch ein neues Vertrauen zwischen CDU und Grünen. Und dafür bin ich den Grünen sehr dankbar. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich deutlich mehr Schnittmengen, inhaltliche Schnittmengen mit den Sozialdemokraten. Und auch hier haben wir intensiv gerungen und gesprochen über die Art und Weise, wie wir zukünftig die Stadt voranbringen wollen, über Probleme, über Herausforderungen, über eine Politik, die alle in den Blick nimmt und eine Berlin-Koalition, die auf Vernunft basiert. Und demzufolge habe ich heute aufgrund der vielen gemeinsamen Schnittmengen mit den Sozialdemokraten dem Landesvorstand der Berliner CDU vorgeschlagen, Koalitionsverhandlungen mit der Berliner SPD aufzunehmen. Und der Landesvorstand der Berliner CDU hat dies einstimmig, also mit 100% beschlossen. Wir werden jetzt in die Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten gehen. Wir haben eine ganz klare Prämisse. Wir wollen, dass Berlin Berlin bleibt, aber Berlin an allen Stellen wieder funktioniert. Wir wollen nicht, dass Berlin sich tagtäglich neu erfindet, sondern dass wir dafür sorgen, dass die Basics in unserer Stadt wieder stimmen. Dass wir dafür sorgen, dass die Verwaltung funktioniert, dass Verfahren gestrafft werden, dass es schneller geht in Bürgerämtern und vielen anderen Themen. Wir wollen dafür sorgen, dass Berlin eine sichere und eine saubere Stadt wird, wo die Polizei eine moderne Ausstattung bekommt und die Unterstützung, die sie braucht für ihre schwere Arbeit. Wir wollen das Thema, das Mietenproblem, den Mietennotstand, den ich immer angesprochen habe in den letzten Wochen, dass dieses Problem ernsthaft gelöst wird. Wir wollen den Mieterschutz auf neue Beine stellen. Wir wollen, dass der Mieterschutz funktioniert in Berlin. Und wir wollen den Wohnungsneubau voranbringen. Wir wollen das Angebot hochfahren. Wir wollen dafür sorgen, dass in dieser Stadt eine Mobilitätspolitik entsteht, die für alle funktioniert. Für Fahrradfahrer, für Fußgänger, für Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs, aber eben auch für das Auto. Wir werden uns das Thema Klimaschutz annehmen. Wir haben hier große Herausforderungen zu bewältigen. Wir haben Ziele, die wir erreichen wollen im Bereich des Klimaschutzes. Und hier wollen wir einen ganz neuen Schub draufbringen, dass Berlin die Ziele erreicht. Und hier werden wir auch einen neuen Schwerpunkt als Koalition legen. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Wochen, die nächsten Beratungen mit der Berliner SPD. Nochmal, es waren sehr gute, sehr offene Gespräche, wo auch neues Vertrauen entstanden ist, wo wir das gemeinsame Ziel haben, die Probleme dieser Stadt jetzt anzugehen und sie wirklich zu lösen. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das in den nächsten Tagen und Wochen auch gut hinbekommen. Herr Gabriel. Sehr zerstritten auch bei der Frage, ob man mit der CDU koalieren soll. Fürchten Sie, dass das auch die Verhandlungen belasten könnte und möglicherweise auch dann das gemeinsame Regieren, dass das also ein dauerhafter Konflikt werden könnte? Also mit der Sondierungskommission der Berliner Sozialdemokraten hatten wir wirklich sehr gute Gespräche, wo wir uns auf einen Fahrplan, aber auch vor allen Dingen auf inhaltliche Punkte verständigt haben.
Und ich habe vor allen Dingen zur Kenntnis genommen, dass die Berliner SPD in geheimer Abstimmung mit einem ganz klaren Votum für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt hat. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Basis, wo beide Parteien, CDU und SPD, jetzt in die Verhandlungen auch gehen können. Sie haben sehr lange auf Schwarz-Grün gearbeitet, dann ist auch das Traumkoalition bezeichnet. Warum haben Sie jetzt trotz der vorhandenen Basis, Sie haben den grünen Gedanken, sich so schnell davon verabschiedet? Naja, ich habe es ja gesagt, wir haben viele Schnittmengen auch festgestellt und auch, ja, wir haben Brücken gebaut bei den Berliner Grünen, gemeinsam, sowohl wir als auch die Grünen, über Gräben. Aber die Schnittmengen mit den Sozialdemokraten sind größer. Und was wir jetzt doch erreichen müssen in den nächsten 3,5 Jahren bis zur nächsten Wahl, dass wir Punkte anpacken und lösen, dass wir schnell zu Ergebnissen kommen. Denn eins, das nehme ich zumindest sehr ernst nach den gesamten Wahlnachumfragen, viele Berlinerinnen und Berliner haben nicht mehr das Vertrauen in die Politik. Und das müssen wir hinbekommen, das müssen wir wiederherstellen. Und hier zu einer verlässlichen Regierungsarbeit zu kommen, wo wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um Berlin voranzubringen, da, glaube ich, können wir mit den Berliner Sozialdemokraten jetzt eine Basis herstellen und dann auch schnell ins Handeln kommen. Das Ziel ist, dass wir die Arbeitsgruppen am kommenden Montag einsetzen. Hier wird der Landesvorstand der Berliner SPD auch tagen. Wir sind da im Austausch. Und wir wollen kommende Woche bereits mit der Dachgruppe zusammenkommen, um die weiteren Schritte zu besprechen. Also in der nächsten Woche geht es mit den Koalitionsverhandlungen los. Hier, Herr Segner, mich würde interessieren, sind Sie nur die Affäre der SPD oder der neue Lebensabschnittsgefährtin? Wissen Sie, es geht weder um Affären noch um Lebensabschnittsgefährten, sondern es geht um eine stabile, verlässliche Regierung für Berlin. Und hier haben wir in den letzten Wochen eine gute Grundlage gelegt. Jetzt werden wir das Programm festlegen in den nächsten Wochen. Und dann geht es mir einzig und allein darum, die Probleme und die Herausforderungen, die die Berlinerinnen und Berliner tagtäglich in ihrem täglichen Leben spüren, abzuarbeiten und zu verbessern. Und das wollen wir 3,5 Jahre machen, gemeinsam, CDU und SPD. Und ich freue mich darauf. Und dann haben wir noch eine Nachfrage. Ja, Katrin Gräbner, RTL-NTV. Es gab noch die linken Jusos, die ja auch gestern eine Rolle gespielt haben. Die haben jetzt noch mal zur Sprache gebracht, Sie als Administrator einer Facebook-Gruppe, die rechts konservativ mindestens ist. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie da Administrator wurden und warum, an welchem Punkt haben Sie sich entschieden, dass Sie doch von dieser Gruppe, die auch der Homepage hatte, sowas wie Impfen macht frei, ab wann haben Sie entschieden, da wegzugehen? War schon vor langer, langer Zeit, vor 1,5 Jahren. Es ist eine Gruppe, die ein CDU-Mitglied gegründet hat, wo er unterschiedliche Leute einlädt. Sie müssen mal schauen, wie viele dort drin sind. Das ist ganz spannend. Da sind auch SPD-Mitglieder, SPD-Abgeordnete mit dabei, Grüne, also viele Menschen sind dabei. Ich war auch in dieser Gruppe. Ich bin vor 1,5 Jahren ausgetreten, weil ich Kenntnis bekommen habe, was dort gepostet wird. Und deswegen bin ich da ausgetreten. Punkt, Ende, aus. So, mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Von den Inhalten, die dort in dieser Gruppe gepostet wurden, distanziere ich mich ausdrücklich. Das war ja der Grund, warum ich dort ausgetreten bin. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Zu den Jusos und den schrillen Tönen der Jusos. Wissen Sie, das ist doch das gute Recht. Ich war auch mal Vorsitzender einer Jugendorganisation und hatte damals auch eine Meinung. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. 1999 gab es einen regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen in Berlin. Das gab eine Wahl ja damals. Und ich war angehender Landesvorsitzender der Jungen Union. Und habe damals auch immer an, wir müssen doch jetzt alles durchsetzen und wir als CDU. Und ich habe heute Eberhard Diepgen gesagt, dass ich heute deutlich mehr Verständnis für seine Positionen im Jahr 1999 hatte, als ich es vielleicht damals gehabt habe. Also von daher ist das das gute Recht von Jugendorganisationen und Parteien müssen damit umgehen. Wir haben jetzt ein kleines Zeitproblem. Wir haben noch ein, zwei Fragen kriegen wir noch, ne? Herr Wegner, die SPD fasst die Sortierung so zusammen, dass die drei wesentlichen Punkte zustimmen, die Sie zuvor hat bekämpft haben. Landesantidiskriminierungsgesetz, Wahlalter 16 in Eichnung. Was kriegen Sie davon von der SPD im Leben? Also, nochmal, das Thema Enteignung, da haben wir nicht zugestimmt. Ich halte weiterhin Enteignung für den falschen Weg. Das löst keine Probleme.
Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Volksentscheid, den wir ernst nehmen. Und wir werden jetzt schauen, wie wir damit umgehen. Das haben wir mit den Sozialdemokraten besprochen. Und genau diesen Weg werden wir jetzt noch mal vertiefen in den Koalitionsverhandlungen. Und diesen Weg werden wir gehen. Und da wissen Sie, das ist doch so. In einer Koalition wird man nie 100% durchsetzen. Das gilt für uns und das gilt auch für die Sozialdemokraten. Und wir haben uns jetzt auf einen gemeinsamen Weg verständigt. Und dieser gemeinsame Weg ist, sofern ich dann regierender Bürgermeister werde, auch mein Weg. Und da mache ich dann auch gar keine Unterschiede. Ich bin nicht regierender Bürgermeister nur einer Partei und ich will auch nicht regierender Bürgermeister nur einer Koalition sein, sondern ich möchte der regierende Bürgermeister der Berlinerinnen und Berliner sein, mit einer starken Koalition, die mich dabei unterstützt. Und ich sage Ihnen auch in aller Klarheit, ich werde auch in den nächsten Jahren darauf achten, nicht nur mit der Koalition eng zusammenzuarbeiten, sondern auch mit den demokratischen Oppositionsparteien im Berliner Abgeordnetenhaus. Weil wir haben große Aufgaben vor uns. Wir wollen eine Verwaltungsreform in Berlin hinbekommen. Und für eine echte Verwaltungsreform brauchen wir eine Verfassungsänderung. Und da brauchen wir auch die Oppositionsparteien. Und ich werde auch mit der demokratischen Opposition hier das Gespräch suchen und zusammenarbeiten. Das ist mein Anspruch und mein Ziel. Ich will für Berlin arbeiten und dass diese Stadt endlich besser funktioniert. Ist das in 3 Jahren zu schaffen? Das ist ein Anspruch, den wir haben. Das ist keine einfache Aufgabe, aber einfach kann jeder. Und wer sich meine Vita anschaut, weiß auch, dass ich nie den einfachen Weg genommen habe, immer den bisschen komplizierteren. Und mein Anspruch ist es ganz klar, und das ist auch der Anspruch von CDU und SPD, das haben wir klar formuliert, dass wir in den nächsten 3,5 Jahren hart daran arbeiten, dass es tagtäglich ein Stück besser wird. Dass wir nicht von heute auf morgen alle Probleme lösen, das wissen wir alle gemeinsam. Aber die Berlinerinnen und Berliner müssen spüren in den nächsten 3,5 Jahren, dass sich vieles zum Besseren verändert hat. Das ist mein Ziel, gemeinsam mit CDU und SPD.